Pauli und ich werden heute nach Paris zu den Olympischen Spielen fahren und euch mitnehmen. Und auf dem Weg dorthin werden wir all eure Fragen rund um das Thema Auslandsreisen beantworten. Und wir fangen direkt mit der wichtigsten Frage überhaupt an. Darf ich mit meinem Auto überhaupt ins Ausland fahren? Und die kurze Antwort lautet, ja, das dürft ihr. Allerdings nur in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sowie Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und die Türkei. Allerdings nur zur europäischen Seite der Türkei. Muss ich meine Auslandsreise vorher bei euch anmelden? Auch hier kurz und knappe Antwort, nein, das müsst ihr grundsätzlich nicht tun. Ihr könnt allerdings unter dieser E-Mail-Adresse beratung@ichwillinauto.de eure Versicherungskarte beantragen. Diese solltet ihr zu jeder Zeit mit euch mitführen, sowie euren Fahrzeugüberlassungsvertrag und euren Fahrzeugschein, damit ihr bei einer Kontrolle einfach alle wichtigen Dokumente beisammen habt. Ihr seid im Ausland angekommen und der absolute Worst Case tritt ein. Ihr seid in einem Unfall verwickelt. Was passiert jetzt? Hier heißt es ganz klar, die Ruhe zu bewahren. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr seid im Ausland genauso wie in Deutschland versichert und ihr müsst auf jeden Fall die Polizei kontaktieren, die Polizei anrufen, da wir später für die Schadenmeldung und die Schadenabwicklung einen Polizeibericht brauchen. Dazu werden wir aber nochmal ein gesondertes Video machen. Sollte euer Fahrzeug weiterhin fahrbereit sein, könnt ihr auch ganz normal eure Reise fortführen und die Zeit so gut es geht genießen. Um den Rest kümmern wir uns dann später. Was gibt es zu beachten, wenn das Fahrzeug leider nicht mehr fahrbereit ist, wie zum Beispiel bei einer Panne? Auch hier heißt es ganz klar, Ruhe zu bewahren. Ihr müsst lediglich die Assistenz eures Herstellers anrufen. Die Nummer dazu findet ihr entweder in eurem Fahrzeughandbuch oder auf der Internetseite eures Herstellers. Die Assistenz kommt dann vorbei, schaut sich das Auto an und repariert das gegebenenfalls. Oder im absoluten Notfall wird das Auto abgestellt und wieder nach Deutschland gebracht. Aber auch hier merkt ihr, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir kümmern uns um alles. Unsere Schadenhotline erreicht ihr zudem 24 Stunden, 7 Tage die Woche, falls ihr noch weitere Fragen haben solltet. Wer darf eigentlich noch mein Auto fahren, sollte ich als Fahrer mal müde sein? Grundsätzlich gilt hier, dass alle Familienangehörigen ersten Grades das Auto ohne Probleme fahren dürfen, sowie alle Leute, die mit euch in einem Haushalt wohnen bzw. in einer Wohngemeinschaft. Das könnte euer Partner sein oder eure Partnerin oder euer Mitbewohner, eure Mitbewohnerin. Solltet ihr darüber hinaus eine Person anmelden wollen, ist das auch kein Problem. Ihr müsst uns nur eine E-Mail schreiben an diese E-Mail-Adresse und uns die persönlichen Daten dieser Person mitteilen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Person eine gültige Fahrerlaubnis hat. Das heißt für euch, vergewissert euch bitte weit vor eurer Reise, mit wem ihr reisen wollt und wer das Auto fahren soll und kontaktiert uns rechtzeitig, damit wir das Ganze eintragen können. Wie ihr sehen könnt, haben wir es reibungslos bis nach Paris geschafft und wir hoffen, dass auch ihr eine reibungslose Reise ins Ausland haben werdet. Falls ihr bis dahin noch offene Fragen haben solltet, könnt ihr uns gerne über unsere bekannten Kanäle kontaktieren. Wir beantworten gerne alle offenen Fragen und ja, wir schauen uns jetzt erstmal die Olympischen Spiele an. Macht's gut. Ciao.